Zu Beginn der Corona-Lockdowns war weltweit die größte Sorge von Arbeitnehmern und Unternehmen: Wie können wir unsere Arbeitsplätze erhalten? Die Regierung gab Milliarden für Kurzarbeitergeld und andere Unterstützung aus und das wirkte. Die Arbeitslosigkeit hielt sich meist jedenfalls in Grenzen. Nach dem Ende des Lockdowns ist nun die Überraschung groß. Statt erleichtert wieder an den alten Arbeitsplatz zurückzukehren, hat ein erstaunlich hoher Prozentsatz der Arbeitnehmer gekündigt und sich eine bessere Arbeit gesucht. Denn vielen ist erst in der Krise klar geworden: Ich habe eine Alternative. Ich bin begehrt. Professor Alexander Kritikos ist Forschungsdirektor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Kritikos. Seien Sie gegrüßt. Schauen wir erstmal in die USA. In diesem Jahr gibt es dort das Phänomen des Big Quit, des großen Kündigens. Die Kündigungsrate in den USA nahm trotz Corona innerhalb eines Jahres bis April diesen Jahres rasant zu auf einen neuen Höchstwert und ist seitdem hoch geblieben. Woran könnte das liegen? Nun, man sieht in den USA sicherlich grundsätzlich einen anderen, viel flexibleren Arbeitsmarkt als in Deutschland auf beiden Seiten. Man hat in den USA ja zu Beginn des letzten Jahres, als die Corona-Krise losging, eine enorme Kündigungswelle von Seiten der Unternehmen gesehen. Und das hat viel Verunsicherung erzeugt in den Branchen, die betroffen waren von der Corona-Krise. Insofern haben arbeitsabhängig Beschäftigte darauf reagiert und haben sich eben im vergangenen Jahr, als die Arbeitsmärkte wieder besser wurden, letzten Endes andere Jobs gesucht, die nicht so sehr in diesen Branchen angesiedelt sind, die eben von der Corona-Krise besonders stark betroffen waren. Sie haben die andere Mentalität angesprochen. Und weil ich das ja auch weiß, Deutschland, das Sicherheitsland, hat mich eine Zahl sehr überrascht bei der Recherche. In 5 europäischen Ländern, Frankreich, Großbritannien, Belgien, Niederlande und Deutschland, wurde untersucht, wie viele Beschäftigte während der Pandemie selbst gekündigt haben, also analog wie in den USA. Und in Deutschland lag die Quote mit Abstand am höchsten. Was hat die sicherheitsbewussten Deutschen auf einmal so risikofreudig gemacht in einer Krise? Nun, in Deutschland war eben tatsächlich, gab es ja auch einige Branchen, die sehr stark betroffen waren von der Corona-Krise. Und man denke hier an die gesamte Reisebranche, man denke an die Gastronomie, man denke an alle sogenannten körpernahen Dienstleistungen. Man denke aber auch an die Kreativwirtschaft und Kulturwirtschaft, die ja noch dazu eben auch noch mit sehr schlechten Löhnen ausgestattet ist. Und hier haben einfach viele Mitarbeiter durch diese zusätzliche Verunsicherung, die in der Corona-Krise entstanden ist, für sich letzten Endes eine Entscheidung getroffen und gesagt, diese hohe Verunsicherung wollen wir nicht länger ansehen und wenden uns eben auch Jobs zu, die etwas krisensicherer sind, die vielleicht sogar dann auch noch besser bezahlt sind, die als Preis dazu vielleicht nicht ganz so viel Spaß machen wie die Jobs, die sie vorher hatten. Aber gut. Dieser Wandel hat stattgefunden und das ist auch sicherlich ein gewisses Sicherheitsbedürfnis gewesen. Man hat eben gesagt, die derzeitigen Jobs sind unsicher und ich suche mir eher einen sicheren Job. Ich habe so das Bild der Verkäuferin früher im Kopf, die sagt, was soll ich machen? Ich finde ja nichts anderes. Ist das jetzt doch was anderes finden können, auch im Niedriglohnsektor und bei Minijobs jetzt der Fall? Also auch da ein neues Selbstbewusstsein? Ich glaube nicht so sehr, dass es im Niedriglohnsektor und den Minijobs der Fall ist, sondern etwas darüber sozusagen. Die Jobs, die eben ein wenig Ausbildung bedürfen oder eben, wenn wir nochmal an die Kreativbranche denken, teilweise auch sehr hohe Ausbildung mit sich bringen, aber eben schlechte Bezahlung. Und in diesen Bereichen hat man eben gesehen, dass viele gesagt haben, ich möchte eigentlich, wenn ich schon bereit bin, sozusagen trotz guter Ausbildung einen relativ schlechten Lohn hinzunehmen, dann möchte ich wenigstens einen relativ sicheren Job haben. Oder ich möchte, das ist auch noch ein anderes Thema, vom Staat in einer solchen Krise anders und besser aufgefangen werden. Insofern ist das eine Reaktion aus meiner Sicht auch darauf, dass so manche Person gerade in dieser Phase nicht das Gefühl hatte, dass die Zukunft in dieser Branche, was ihren eigenen Job angeht, ausreichend sicher ist, um dort zu verharren. Was haben die Branchen falsch gemacht, die das betrifft? Gastgewerbe zum Beispiel, jetzt war in den Schlagzeilen die Flughäfen, wo es lange Schlangen gibt, weil ihnen offensichtlich die Leute weggelaufen sind.
Ja, man hat letzten Endes sich nicht ausreichend darum gekümmert, welche Perspektiven man entwickeln muss, wenn das Ganze wieder aufwärts geht. Man hat sich nicht mittelfristig aufgestellt, sondern hat eben eher kurzfristig reagiert, hat Personal abgebaut, da wo es eben notwendig war. War auch nicht unglücklich darüber, wenn Menschen gegangen sind aus diesen Krisenbranchen und war letzten Endes jetzt davon überrascht, als es wieder anzog. Vielleicht noch eine weitere Branche, die natürlich noch ein bisschen länger geruht hat und auch noch ein bisschen länger ruhen wird und etwas längere Anlaufphase braucht, bis sie wieder in diesen alten Zustand kommt, ist die Eventbranche. Auch da wird man dann sehen, sobald es hier wirklich wieder anfängt zu laufen, wird man versuchen, Personal zu finden und man wird sich schwer tun, geeignetes Personal dann tatsächlich auch wieder schnell zu finden. Fachkräftemangel gab es ja auch schon vor Corona. Wie muss man das gewichten, neues Corona-Selbstbewusstsein versus allgemeiner Fachkräftemangel? Ich würde gar nicht mal sagen, dass es ein neues Corona-Selbstbewusstsein ist, sondern es ist schon auch so etwas wie eine neue Generation, die heranwächst, die ohnehin ein anderes Selbstbewusstsein hat und eben selbstbewusster auch mit sich in den Arbeitsmarkt geht. Und das hat sich jetzt vielleicht eben gebündelt in der Corona-Krise gezeigt. Aber ich glaube, das ist insgesamt etwas, worauf man sich jetzt einstellen muss. Die nächste Generation abhängig Beschäftigte wird selbstbewusster sein als das, was wir bisher häufig gesehen haben. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit sagte vor kurzem, wir brauchen, um diesen Fachkräftemangel auszugleichen, 400.000 Zuwanderer pro Jahr. Wie sehen Sie das? Ich sehe das ganz genauso. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, haben wir das ja genau beobachtet, dass im Prinzip seit 10 Jahren ungefähr jedes Jahr 400.000 Beschäftigte bisher aus dem europäischen Ausland, bisher aus dem EU-Ausland gekommen sind. Hier hat man in Deutschland auch davon profitiert, von der Krise in Südeuropa der vergangenen 10 Jahre und hat sich sozusagen schadlos gehalten an den Wanderungsbewegungen aus Südeuropa nach Deutschland hinein. Diese Wanderungsbewegungen waren aufgrund des Binnenmarktes sehr leicht möglich und hat eben in der Vergangenheit diese Lücke geschlossen. Es ist aber nun damit zu rechnen, dass eben angesichts der Tatsache, dass die Krise in Südeuropa nun doch abgeflaut ist, die Zuwanderung aus den südeuropäischen Ländern, von denen wir eben gut ausgebildete Personen nach Deutschland hereinbekommen haben, dass diese Zuwanderung aufhört. Und das heißt, wir werden uns dringend Gedanken machen müssen, wie wir nun attraktiver werden für Zuwanderung in Richtung Fachkräfte aus Ländern außerhalb der EU. Und hier müssen wir uns in der Tat aufhübschen, ein besseres Einwanderungsgesetz entwickeln und uns auch Gedanken machen, wie wir tatsächlich eine bessere Willkommenskultur hinbekommen. Interessant ist dabei auch, dass eben diese Zuwanderung aus Südeuropa in den letzten 10 Jahren stattgefunden hat und niemand hat es gemerkt. Das heißt, wir sind eigentlich ein Zuwanderungsland, bilden uns immer ein, dass es wahnsinnig schwierig ist, eine so große Zahl von Zuwanderung bei uns aufzunehmen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist eigentlich schon mitten im Gange und wir müssen uns nur jetzt Gedanken machen, wie wir diese Zuwanderung auch öffnen und erweitern auf Länder außerhalb der Europäischen Union. Alexander Kritikos, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen.